Wir spielen ein Super Toastcut. 0.9.K. Hut's an der Papa, so ist gerade 0.9.K. Und ja, die neue Version ist schon draußen, die 1.0 tatsächlich. Und es wird bald was dazu kommen. Aber heute, beziehungsweise wir machen jetzt auf jeden Fall noch die Karts und die Strecken fertig. Die Arenen möchte ich auch noch fertig machen. Und damit wir die Version 0.9.3 abgeschlossen haben, wäre sehr, sehr cool, wenn das so sein, wenn wir das schaffen eben. Und deswegen, ja, will ich jetzt möglichst viel aufnehmen. So, wir nehmen das Kart, super das Kart heute mit C. Und passt alles, dann schauen wir noch eine schöne Strecke. Und dann checken wir dieses Kart mal extrem entspannt ab. So, wir haben nämlich hier diesen Einkaufswagen, der folgendermaßen ausschaut. Ja gut, die fliegenden Räder vorne gefallen mir schon mal nicht. Und hinten ebenfalls. Ja, steuerungstechnisch ist es, naja, ist ein ungewohnt. Nicht ganz easy auf jeden Fall zu steuern, aber verhältnismäßig, also in Driften, also im Driftverhalten kann man es echt. Doch, pass. Da kann man echt gut mit dem fahren. Ich schaue dann später auch noch gleich gegen die Bots. Aber soweit ist es vom Fahrstil nicht perfekt, aber für ein Add-on normal, würde ich sagen. Ah, Mist, habe ich das Item nicht gekriegt. Ich wollte jetzt echt ins Meer runter. Anscheinend schon. So. Kann ich das noch? Genau. Wir schauen mal kurz das Aussehen ein bisschen an. Das Lenkrad ist ja mehr oder weniger an dem Ding festgemacht. Ist ja soweit ganz cool. Wie er Gas gibt, keine Ahnung. Gaspedal oder so hat es nicht. Die Idee finde ich echt cute, muss ich sagen. Also mir gefällt es echt ganz gut mit dem, dass der eben einfach in einem Einkaufswagen sitzt mit dem Lenkrad. Das ist irgendwie eine lustige Idee. Ich finde es süß. Ich denke, ich bin so im 2-Sterne-Bereich, also wirklich so 2,0, weil es fährt sich nicht so besonders und es sieht nicht so perfekt aus. So, da. Startbahn. Deswegen würde ich sagen, dass 2 Sterne, glaube ich, eine gute Wertung sind. Aber wir fahren mal gegen die Bots noch und dann schauen wir mal, ob wir da sehr schlecht abschneiden. Dann könnte ich auch runtergehen, aber ist der Ball jetzt weg? I don't know. Werden wir sehen. Werden wir sehen, welche Sternwertung super das Kart kriegt. So, letzte Runde. Und dann noch. Upsala. Junge, alles klar. Und dann noch gegen die Bots. Mal schauen. Fliegt der jetzt hin? I don't know. So. Die Strecke ist echt ein bisschen länger als ich. Als normal. Also. Obwohl, so lang ist die Strecke gar nicht. Ich glaube, pro Runde. Ja, doch eine Minute vielleicht pro Runde. Hätten 2 vielleicht auch gereicht. Aber naja, ist okay. Ist okay. Ich komme relativ gut klar mit dem Kart und. Ja, aber ich möchte dem keine 3 Sterne geben, also auch nicht aufgerundet. Weil dafür ist es. Gefällt es mir zu wenig. Und die Steuerung auch. Also 2 Sterne ist gut. Wir fahren aber trotzdem noch gegen die Bots. Um zu schauen, ob wir damit klarkommen würden. So, diese Strecke ist hier. Gegen 4 Bots. Checken wir mal ab. Okay, dabei ist. Oh, wie heißen. Der eine ist hier Minix Tux. Weihnachtsedition, Christmas Edition. Dann diese Ameise, heißt irgendwas mit A, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Das ist keine Ameise, aber so ein käfermäßiges Viech. Dann Konko ist dabei und Amanda. Oder Dana, wie auch immer, ich weiß nicht genau. Die sehen ja beide gleich aus. Nein. Junge, wie immer dieses Reden in der Map. Das ist mir noch gar nicht. Also schon aufgefallen, dass es gibt, aber noch nie so hart wie heute. Krass. So, schauen wir mal, ob wir die einholen können, aber müsste schon möglich sein. Kommen wir da voran. Oh, erstmal doch alles durchdriften. Perfekt. Perfekt, okay. Ich jetzt mal das Item und haust den mal drauf, damit er langsamer wird.
Oh, wie viele Schirme. Das ist ein Besitzerberg, ist das dein Ernst? So. Warte, bis die Sterne weg sind, da kann ich nicht abballern. So. 13 Sekunden hinten. Junge, der erste Platz geht ja so hart ab. Hinter mir ist keiner. Ach komm schon. Ist hier jemand? Schaut nicht so aus, doch da ist jemand. Aber den treffe ich glaube ich nicht, ne, shit. Naja, aber schaut, wenn man so schaut. Okay, jetzt ist der erste gleich mal so weit vorne. Wir sind eigentlich ziemlich gut im Mittelfeld gelandet inzwischen. Aber das Item treffe ich immer noch nicht. Mist. Es fliegt wieder mit dem. Achso, das sind die Bälle, die werfen. Ich dachte mir gerade, was geht mit den Bällen ab. Aber die fliegen ja immer darüber. Ah, der ist. Upsala. War das sinnvoll, die Bowlingkugel zu nehmen? Naja, ich kann sie zurückbowlen. Oder werfen. Kann man sagen, man bowlt die Bowlingkugel? Oder ist es. Ist, kann man das sagen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, keine Ahnung. Ist das grammatikalisch und sinnvoll, irgendwie das zu sagen? I don't know. Oh, wir bekommen den vielleicht sogar noch. Oh, der Pebble ist aber daneben gelandet. Es wäre schön, wenn wir jetzt ein Item kriegen würden. Yes. Ein Schirm, sehr schön. Wir sind ganz schön schnell unterwegs. Nein, ich will nicht wieder Dritter werden, nein! Okay, Buggy, genau, Buggy hieß der eine. Naja, okay, also ich bleib bei den zwei Sternen. Okay, was das ist, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber okay. Ja. Zwei Sterne sollten passen, würde ich sagen. So, zwei Sterne. Ist auch noch in der Beta, sieht man hier. Mhm. Hier ein paar License-Dinger. Eigentlich ganz nettes Card. Wir schauen, was wir im nächsten Part dran kriegen. Und zwar kriegen wir da folgendes Card. Im nächsten Part gibt's das Card Penny 32. Ich sag das anschauen. Ciao, euer Zingerflick. Tschüss.